So. Hallo und herzlich willkommen zu Cards Against Humanity. Heute mit Samu, Hallo. Marus Hallo. und Timothy. Hallo. Es wird nicht besser mit dem Namen, verdammt. Definitiv nicht. Ich muss das echt üben. Auf jeden Fall spielen wir heute wieder ja, Cards Against Humanity und werden die tiefsten Abgründe aus uns herausholen. Klingt falsch, aber gut. Nice, nice, nice. Ich kann auch einfach sagen, was ich vorhin gegessen habe. Das müssen wir. Ich glaube, wenn nein, ist egal. Lass uns einfach anfangen. Wir haben noch nicht mal angefangen und es wird schon seltsam. Ja, muss das Es hier wurde sein? schon seltsam, als wir die Karten bekommen haben. Also. Das stimmt, ja. Okay, das tut mir leid. Ich habe deswegen gesagt, einfach irgendwelche deutschen Decks genommen, die es gab. Und ja, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen, würde ich sagen. Und ihr könnt mir ja sagen, mit was ich eigentlich so bezaubernd aussehe. Okay. Also ich sehe immer bezaubernd aus, aber Das finde ich. mit was sehe ich denn noch bezaubernderer aus? Bezaubernder. Ist gar nicht so schwer, wie es rüberkommt. Verdammt, streng dich mal an. I try. Ich hätte mir vielleicht vorher einen Untersetzer für mein Glas holen sollen. Profis am Werk. Solange du es nicht über die Tastatur schüttest, ist alles gut. Ja, das wäre ungünstig. Ja, Ich hasse minimal. alle Karten, ey. Du kannst auch noch eigene schreiben, ne? Also 5 kannst du, glaube ich, schreiben, habe ich eingetickst. Egal. Karte muss einfach weg und gut ist. Du versuchst das aber so vorzulesen, dass es auch grammatisch passt, ne? Ja, natürlich. Grammatisch vor allen Dingen. Grammatisch. Dramatisch passt. Ich Da, versuche mein hier. Bestes. So. Ich sehe heute mal wieder ganz bezaubernd aus mit. Okay. Vermutlich brutalen Killerspielen und ich finde, mit Killerspielen sieht man immer bezaubernd aus. Ich meine, mit so einer Waffe oder so ein bisschen Blut überall, das ist Ja, schon sehr, sehr vielleicht geht es aber auch sexy. einfach ums brutale Auskitzeln. Darüber nachgedacht. Aber Blut und Möglich. Schießen finde ich viel geiler als Kitzeln. Du Ach kannst auch so, kitzeln, Killer, bis das ja. Blut schießt. Oh, ja, das ist böse. Ja, müssen sich die Finger aber sehr schnell bewegen. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich guck mal, mit was ich noch so bezaubernd Vertiefen. aussehe. Oh ja, mit Sklaven sehe ich auch immer wunderbar bezaubernd aus, weil die sind alle hässlich und ich sehe Ja. dann umso besser aus. Von daher. Dann strahlst du noch mehr zwischen den ganzen. Nicht, nein. Ja, weil ich auch nicht so dreckig bin, weil ich bin frisch geduscht Ja. und Also Haare die gemacht und Sklaven so, haben dich keine Ahnung. geduscht. Ja, ich dachte, das wäre jetzt, also das würde man voraussetzen, deswegen. Achso, okay. Nett ist. Aber ich sehe auch mit Bot Juri bezaubernd aus. Wer auch immer Bot Juri ist. Hallo Bot Was das Juri. ist, ja. Ich muss aber leider die nehmen, weil Blut. Das sind vermutlich die Killerspiele. Ja. Ja, nee, natürlich. Killerspiele sind unsere Hallo? Zukunft, Leute. Natürlich. Ja, wenn die Zombies jetzt noch kommen, dann haben wir Ja. keine andere Wahl. Stufe 2 von Corona ist, dass die wieder aufstehen. Ja. Also. Codename Corona. Zum Beispiel hat es nie gegeben. Vielleicht ist es der Code in Corona, aber wer weiß. Wir das. Achso, wir verwenden bitte keine Images und keine GIFs. Das wäre ganz nett. Oh Gott, wie er schon lacht. Jetzt Wie schon er schon lacht. Aber lachen. ich finde, ich habe meins auch. Das passt ein bisschen, also, Das naja. passt sogar grammatikalisch. Ein bisschen Angst. Das passt Aber so ein gut. bisschen zu dem, was wir vorhin nicht nehmen wollten. Was? Ein Vierer mit der Freundin der Schwiegermutter und deiner Mutter. Welcher Freundin und welcher Schwiegermutter oder der Freundin von der Schwiegermutter? Aber dann fehlt eine Person. Ja, du. Nein. Einen Vierer mit der Freundin, der Schwiegermutter und deiner Mutter hat es nie gegeben. Das ist ein komplett richtiger deutscher Ja, Satz. schon. Aber ich hab den als erstes gelesen. Mit der Freundin der Schwiegermutter. Das ist Ach natürlich falsch. so. Ja, Hm. ganz klar. Vielleicht sind sie Das ja befreundet. ist aber in der Tat richtig.
Eine extra Portion Gas hat es nie gegeben. Das Gas hat so auch schon immer ausgereicht. Ja. Ein dekorativer Toastwärmer hat es nie gegeben. Aber das wäre praktisch. Ja, aber dann werden die wabbelig und weich. Die müssen. Aber nicht, das ist ja auch ein Toastherwärmer. Ne? Also. Du wärmst ja den Toast. Ja, das ist richtig. Das ist ja kein Toastwärmer. Ja, gut. Aber beim Toastwärmer wäre das Toastwärmer. Ja. Das ist richtig. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, bei diesem Spiel hören meine Augen immer auf zu funktionieren. Ja, Augen hören. Ab da habe ich aufgehört zuzuhören. Ich sehe Pfeifen überall Tinnitus. Das ist richtig. Sind deine Augen nicht multitaskingfähig? Nee. Kann umschalten. Ach so. Kann man mit den Ohren hören. Ja. Sehen. Oh Gott. Komm, bei mir gibt es doch wieder einen Tiefkühlschrank voller Orangen statt Organe. Ich frag mich vor allen Dingen, was der dekorative Toasterwärmer mit Against Humanity zu tun hat, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich fand die irgendwie gut. Ja, also, jetzt stell dir vor, da gibt es einen Kabelbrand am Toaster, dann fängt der Toasterwärmer an zu brennen und dann Der Toaster noch sterben wärmer. Alle. Nee, dann sterben alle. Achso, dann sterben alle. Das passiert jeden Mal. Werden alle sterben. Was sind das? Also, ne? Boah. Ihr könnt auch schreiben. Die Runde berät sich noch. Oh, 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 oh. Also, Marus hat sich gedacht, was jedem Mann einmal passiert. Oh, erstmal draufklingen. Jeder Mann feiert einmal den Führergeburtstag. Passiert, machst nichts. Ja, also so, stehst du auf und denkst dir so, Happy Birthday! Und dann gucken dich alle vorwurfsvoll an und denkst dir, Entschuldigung. Und da ihr sagst, dann denkst du dir einfach nur so, ey, er hat einfach Geburtstag. Gratuliert ihm halt. Ja, ist halt höflich, ne? Wilka ist da ganz anders. Die hat sich nicht gedacht. 5 Euro Blowjob inklusive Herpes kann jedem Mann einmal passieren. Ja, nur einmal? Ich glaube, als Mann machst du seltener, wenn du jetzt nicht gerade homosexuell bist, einen Blowjob, aber oder der wie? Kann dir ja auch passieren. Du kannst ja über die Straße gehen und dann auf einmal. Was ist das Geräusch bitte nochmal? Ich hätte das gerne als Handy-Klingelton. Ich dachte auch so nach WhatsApp-Benachrichtigung. Ja. Genau das Geräusch will ich haben. Ich habe so oft am Tag einen Blowjob, jedes Mal, wenn mir jemand schreibt. Am Ende irgendwie so Sub-Sounds reinmachen. Oh, geil. Geil, gib mir mehr davon. Gib mir mehr davon. Die Samo, ne? Die ist richtig dreckig, weil die weiß das nämlich. Die hat total sich gedacht, die hat sich gedacht, die längste Linie Kokain der Welt. Das passiert jedem Mann einmal. Ich muss dazu sagen, dass nämlich der Führergeburtstag doch sehr überzeugt hat. Danke. Ja, bitte. Oh. Du bist ab und tief böse. Manchmal schon. Ich habe das Spiel erst einmal gewonnen. So, laut meiner Ex ist meine größte Stärke. Ich weiß, du kennst meine Ex. Was? Deine Ex ist meine größte Stärke. Schön. Ich frage mich gerade, was für Karten sind? Ja, Intelligenzbolzen die Karten geschrieben haben. Hey. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, welches Deck es ist. Also, ich glaube, wenn ich diese Karte spiele, Alter. Dann erklärt sich zumindest, warum das meine Ex ist. Ich werde diese Karte spielen. Alles klar. Okay. Dann fangen wir doch gleich mit dir an. Okay. Denn laut deiner Ex ist nämlich deine größte Stärke. Weißer Kill. Oh Gott. Ist der dumm. Man denkt sich erstmal so, hä? Und dann fällt einem auf. Also Wortverdrehungen anscheinend sind deine größte Stärke. Sehr gut. Geschickt eingefädelt. Ja, so sieht das aus. Wiefka allerdings weiß, dass eine Mikrowelle zur Abtreibung verwendet. Oh.
Ja, wie, aber wie funktioniert das? Passt doch die ganze Frau oder nur der Bauch reinschieben, während einfach man... Einfach die Strahlung. Ach so. Die ist schon so schlimm, die führt schon allein. Also auf volle Stunde stellen und dann die ganze Stunde daneben stehen bleiben. Ja. Ach so. Auf den Bauch ablegen. Und Schatz, merkst du schon, wie es rutscht? Fängt schon an zu brodeln. Ach, guck mal, er schlägt aus und innen drin so... Also langsam kriege ich Mutterschaftsgefühle und drück halt. Gut. Bildliche Vorstellung ist aktiv. Dankeschön. So. Ich werde heute Abend nicht gut schlafen können. Dieses Video wurde präsentiert nicht von nicht monetarisiert. Ja. Ja, gut, dass wir alle keine Monetarisierung haben. Das ist richtig. Oh, so. Ich kann dieses Wort mittlerweile aussprechen. Das ist, ich freue freu mich. Nicht. Ja, noch nicht. Und morgen, Name kommt noch. Und morgen kommt die Schleife dran. Ja. So. Also ja. Samu, ne? Die Samu. Die weiß auch, dass Stripper mit Tripper im Slipper meine größte Stärke ist. Du bist ein richtiger Super, ey, wenn ich mir das so durchlese. Ja, das ist, kann man machen. So, ich muss gerade, ich glaube, ich nehme das hier, weil, ja, ich nehme das. Ich sag ja, man weiß, warum es meine Ex ist. Ja, schon, ouch. Bin ich damals nicht. Schön. Erzählt mir doch mal, was mich mehr anmacht als alles andere. Da lacht schon einer im Hintergrund. Angst? Jetzt werden wieder Geheimnisse von mir offenbart. Was zum Geil. Das passt auch super gut. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, Wiewka, schäm dich. Das ist so, das ist echt asozial. Das macht man nicht. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich habe auch. Es gibt zwei Karten, die so unglaublich gut sind. Ja, ich auch, aber ich muss sagen, die andere, die eine ist da. Ich nehme die hier, weil die andere sonst nicht zu deinem Geschlecht passen würde. Okay. Also, Geheimnis Nummer 1, was mich am meisten anmacht, ist bei der Prostata-Untersuchung kommen. Ja. Es ist sehr traurig, dass das ihr das auf dieser Art erfahren musstet. Aber das ist jedem Mann bestimmt schon mal passiert. Das ist bestimmt jedem Mann schon mal passiert. Das ist übrigens der Grund, eine meiner stärksten Fragen. Gut, wir machen mal schnell weiter, damit ihr das ganz schnell... Ist dir das unangenehm? Machen auch schnell weiter. Oh, diese Geheimnisse heute wieder. Das ist böse. Was macht mich denn noch an? Bis geht ihr nach... Du hast Katzen, kann Nikonikonani. Du hast Katzen, oder? Ja, aber die kriegen keinen Whiskas. Ja, jetzt nicht mehr. Die kriegen jetzt den Whisky. Na, Katze, alles gut. Deswegen sind die immer so komisch. Ja, sie ist. Jetzt wird mir einiges Katze. Klar. Chirp, chirp. Ja, gut. Und? Was macht dich denn am meisten an? Yay! Bei der Starbucks ganz gut. Die Prostata-Untersuchung schon ziemlich gut. Ja, die war aber gut. Verratet es bitte nicht. Nein. Nein. Das wird keine Menschenseele erfahren. Das ist so schön, ey. Also, was hatten wir denn letztens bei... Deiner Mutter. Meiner Mutter, eurer Mutter, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn wir jetzt alle gleiche haben. Ne? Darauf warte ich ja noch. Na, ah. Ich hab Spaß. Ich auch. Ich hab vielleicht ein bisschen zu viel Spaß. Ich hab Angst. Ah, gut.
Ist meistens so in so einer Gruppe, wo einer dabei ist, der das nicht unbedingt möchte. Drei haben Spaß, einer nicht. Oh, oh, oh. Nein, ich habe auch Spaß. Ja, Stockholm-Syndrom. Also bei einer Mutter hatten wir letztens After-Aid-Schokolade, welche jedes Geschöpf unter 40 sofort tötet. Ja, das ist problematisch. Was? Also, ne? Wir fallen alle tot um. Ja? Ich hab einen Special-Vertrag mit After-Aid. Also ich weiß nicht, aber meine Mama ist über 40, das heißt, die lebt dazu noch. Ne? So, das. Ich weiß nicht, dass wir die gegessen haben. Das ist richtig. Aber die stand da auf dem Tisch. Okay. Und dann haben wir halt so geguckt. Und wer. Halt so geguckt und. Ne? Und waren tot. Haben halt geguckt. Halt ja, nicht. Essen konnten wir sie ja nicht. Wir mussten. Also, ne? Bleibt ja nur eins. Wenn wir dich essen können und die da ist, dann guckst du die halt an. Voll geil. Incest-Pornos. Soll du Incest-Pornos? Gesehen oder gemacht? Das ist ein Geheimnis. Ich hoffe, ersteres. Du hoffst ersteres. Ja, besser als gemacht. Ja, wenn du es schon gesehen hast, kannst du auch mitmachen. Ist eh vorbei. Dann weißt du, wie es geht. Deine Mutter. Das ist voll gut. Letztens bei deiner Mutter hatten wir deine Mutter. Schick das mal. Juhu! Was war's denn? Das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, sofort. Ich meine, man hat gesehen, dass die... Was funktioniert immer, um eine Party aufzupäppeln? Peppen. Peppe. Was ist das? Bra. Ich würde gerne Menschen kennenlernen, die Karten geschrieben haben. Ich habe Fragen. Meine sind gar nicht so schlimm. Hat deine Mama dir schon mal was von Abtreibung erzählt? Das wäre die erste Frage. Ich schwanke wieder zwischen zwei Karten. Ich nehme die. Inzest und Abtreibung, man weiß es nicht. Okay. Also Marus denkt sich, der Trick funktioniert immer, wenn die Party scheiße ist. Ich gehe einfach her und hole Opas neue und viel jüngere Freundin. Ja, die ist dann so alt wie ihr, das passt doch. Vor allem wie ihr. Wow, wie ihr, ey. Haben wir die Leute auf der Party? Ganz, ganz ruhig, Madame. Ich hab, weiß noch, 1912 und Rolf, sich. Damals, da habe ich die Gerlinde im Stroh. Aber ich wollte das. Die Wifka hat sich einfach überlegt, okay, ja. Mein Tipp. Miracle-Wip. Nee, mein Tipp. Die heiligen Mossad-Schneider-Sense. Die hilft bei jeder Party. Hier geht die Party und die was, Party geht ab. Was ist das? Was ist das? Ist das die Geheimwaffe bei Worms? Das hört sich eher an wie so ein Hidden Skin oder wie so eine Hidden Waffe in Dark Souls oder so. Oder so. Samo hingegen ist eine richtige Drecksau. Und die hat sich gedacht, die beste Party kriegst du nur. Ich muss sagen, dass ich die heilige Mossad-Beschneidungssense ziemlich gut finde. Ah, danke! Die war schon toll, oder? Ja, die war gut. Hitler Gandalf, oh Gott. Ich hab das Wort zwar dreimal gelesen. Ach so, unfassbar, dass gemacht hat. So. Guten Tag, ich bin Wifka und ich bin immer so. Ach, ehrlich. Jetzt bin ich gespannt. Ich lehne mich einfach zurück und genieße, was da kommt. Wirklich, du genießt es? Ja, ich labe mich daran.
Daran auch. Okay. Das wird lustig. Das wird lustig. Boah, ja, mei, das wird lustig. Müssen wir gucken. Ja, ja. Ja, mei. Oh, mei. Kriegst ein bisschen blöd, aber einfach. Ja, Kruzi, fixer, komm mit. Ja, Hilfka. Drückst ja gleich mal so einen richtig geilen Witz raus. So für deinen Zuschauer. Ich glaube, oh, jetzt geht's los. Marius, hau raus die Sache. Jo, machen wir. Jetzt fiel mir gerade kein Dialekt ein, so schnell. Ah, so. Die Samu, ja, die findet das unfassbar, dass RTL Gott Mobile Games gemacht hat. Oh mein Gott. Bauer sucht Frau. RTL Arena. Das Spiel. Jetzt im Play Store. RTL Battle Royale. Spiele mit deinen Helden aus RTL. Ja, das wirklich mit mehr Werbung als niemals. Bauer Frank. Gegen. Und zusammen im Tech-Team mit Vera Entwehen und Tine Wittler. Kämpfen sie. Wie heißt der noch? Andi oder so? Halt, stopp. Andreas. Andreas, der genau. Der war bei Frauentausch. Das war, aber das ist RTL 2, das passt auch. Das ist RTL. Ach, ist doch ist der gleiche. Und jetzt das DLC, RTL 2. Mit Agro Andreas. Halt, stopp! Weil alles so wie geht. Wir wissen doch nicht. Gegen den Trödeltrupp. Oh mein Gott. Dann hast du in der Stadt, hast du dann so einen Händler. Der dann deinen Trödel verkauft. Kannst du noch kochen, Skill? Kannst du mal was vorbereiten? Oh Gott. Oh. Ja, gut. Einatmen, ausatmen. Ich so, hätte müssen wir eine Rolle Zewa hier hinstellen, mir die Augen zu trocknen. Bitte was? Bitte was? Zeiten von Topapier. Topapier, Knappheit. Ja, muss man Zewa benutzen. Erzählst du was von Zewa hinstellen für deine Augen? So nennt man das heute, ja. Mach nicht diesen. Die Augenjunge, komm mal rüber. Gut. Okay, da sind übrigens noch 4 Karten, die du vorlesen musst. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Gib alles. Also. Der Timothy. Ja. Der findet es auch unfassbar, dass ein heroinverwirrter Kurt Cobain ja abgetrennte Körperteile mit extra Käse gemacht hat. Er hat nämlich den Ketchup unfassbar vergessen. Unfassbar. Hallo, liebe Kinder, ihr solltet spätestens jetzt da abschalten. Here we are now, Entertainers. Wo ist der Ketchup zu meinen Körperteilen? Ich bin ein heroin-verwirrter Kurt Cobain, ich kann das so nicht verstehen. Ich wollte gar nicht meinen Körperteil machen. Aber Kurt Cobain kommt dann hängt auf Texas. Ja gut, aber das hilft ihm jetzt auch nicht mehr. Alter, hängt eine Runde ab. Achso. Leben doch alle noch. Alle auf einer einsamen Insel und freuen sich gerade. Stimmt, so. Nachdem er sich abgeschossen hat. Ha! Ah! So. Ja. Die Wiefka findet das ebenfalls unfassbar, dass mein Fleischblasinstrument Babys mit Brustimplantaten gemacht. Unerhört sowas. Also normale ist okay, aber Implantate ist schon, das ist zu interessant viel. Interessant wäre es jetzt, wenn wir nach Brustimplantaten mit Babys gucken würden. Ich möchte das nicht. Du blendest jetzt hier Bilder ein. Guck mal, was ich mit meinen Brüsten kann. Die können mich umarmen. Gut, dass sie zwischendurch schreien, das nervt ein bisschen. Dann haut man sie einmal zusammen, dann sind sie wieder für ein paar Wochen ruhig. Nee, du musst einfach nur ein bisschen auf- und abspringen. Denn das ist für Babys immer ganz gut, habe ich gehört. Wow. Oh Gott.
Gut. Yeah. Aber letzten Endes muss ich sagen, das war, da haben wir am meisten. Das war. Das fand ich am besten. Also es ist auch mal Zeit, dass Samu jetzt hier mal einen Punkt bekommt. Ja. Ne? Mit ihrer RTL-Propaganda hier. Ja. Aber war wieder der Freund, sagte meine Unterhose. Okay. 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 Alter, was ist das für eine Karte? Wer schreibt sowas? Ich muss die spielen. Das verdammte hirnverbrannte Wesen hat diese Karte bitte. Ich muss diese Karte spielen, die ist unglaublich gut. Dieser Mensch hat keine Ehre. Dem ist da scheißegal, wo der landet. Der kommt nicht mal mehr in die Hölle. Selbst die sagen, ey, damit machen wir nichts mehr. Oh Gott. Wir blenden hier ein Schwarzbild ein. Die ist mega gut. Ich gewinne auf jeden Fall für mich. Instant Win, sagst du? Ja, ich gewinne einfach die nächsten 5 Runden. Also, nur noch vom Nachtrag dieser Karte einfach. Das ist einfach Nachwirkungen. Ja. Ihr werdet wissen, warum. Letzte Nacht habe ich mal wieder von Großbritannien getroffen. Ja, und dann habe ich mich wieder sehr gefreut, weil, ja. Großbritannien halt. Ich möchte es jetzt nicht aussprechen. Ja, aber bei Wivka ist das ja auch immer so, das hat sie uns ja schon mal erzählt, wenn du ganz langsam an sie hinten rangehst und ihr ins Ohr flüstert, Brexit, dann ist es vorbei. Absolut. Ja. Aber ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir das nicht weiter erzählen. Es ist kein Problem, aber das Problem ist für dich halt immer, dass du unter Brexit direkt Exit und Exit ist Ausgang und du machst dann alles an Ausgängen auf und dann läuft das. Oh Gott! Dieses Niveau. Welches? Ja, ich suche es halt. Wilke hat sich halt einfach gedacht, ich reise nicht so oft, Niagara-Fälle will ich sehen. Aquaknarre untenrum. Oh, ich find's so gut. Okay, ich hab aber man hört Samu immer nur so abgehakt. So. Ja, das ist echt so. Nicht stirbt. Nicht sterben. Ja, nicht sterben. Aber ich bin heute Morgen noch mal eingeschlafen und da habe ich von... Welche Überleitung? Von anschlagartig Brechdurchfall geträumt und da war der Saft nicht nur aus meinem Mund, sondern auch gleich in meiner Unterhose. Weil ich so oft Brechdurchfall stehe, das ist unfassbar. Passiert mir auch ab und zu auf Arbeit, das ist schon echt ärgerlich dann. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch noch erzählen, was mir heute Mittag schlafen ist, als ich geträumt habe ich davon von Minesweeper in die geträumt. Oh mein Gott. Ich hab doch gesagt, ich komme in die Hölle. Ich verachte mich selber dafür, dass ich darüber lache. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, und da komme ich extra nah an euch ran, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass wir ganz liebe Menschen sind. Und, ja, das, ist, und das ist das Prinzip von diesem Spiel. Wir können nicht ja lieb zu sein. Alles mal rauslassen, was wir immer an uns anpressen und nicht rauslassen. Oh, scheiße. Aber ich muss sie leider nehmen, weil die ist. Ja, die ist einfach da. Das ist derjenige, der die Karte geschrieben hat. Kannst du nicht anders. Der hat die Karte geschrieben und hat sich gedacht, damit habe ich alles besiegelt. Oh. Ja, zur Ehre meiner Großeltern. Was? Wow. Den Film will ich sehen. Ja. Das sollte ich vielleicht so nicht sagen. Alter, wer hat denn diese, hatte da einer jemand, hat irgendjemand, hatte da total Spaß an Wortverdrehungen, ehrlich? Ja. Also hast du Bill Kill? Nee. Jemand anderes. Es tut mir leid, Samu, dass du das vorlesen musst. Ja, fängt ja schon gut an. Mir tut es auch irgendwie leid. Ich nehme, glaube ich, die Aussage mit, ich möchte den Film gerne sehen zurück. Okay, jetzt wird's schwierig. Also wo waren denn jetzt Asterix und Obelix?
Ich. Nun! Ja, aber ich. Oh, ich habe schwierige Karten. Ich habe schwierige Karten. Das klingt halt auch so. Ich könnte mich jetzt entscheiden zwischen Cholera und AIDS. Zwischen SARS und AIDS, bitte. Ja. Nun spielen Sie eine Karte. Jetzt! Do it now. Okay. Sonst fange ich an zu singen. Ah, okay. Okay. Also. Das war das Stichwort. Das ist das Safe Word. Ja. Sonst fange ich an zu singen. Spielen, spielen, spielen! Das kommt einfach von Asterix und Obelix in Banane. Samula, lies doch mal vor. Ja, also Asterix und Obelix in Kinderprostitution legalisieren. Okay. Oder in ein Stück vergewaltigte Natur. Ja, also. Das ist auch ein guter Film, habe ich gehört. Ja. Es gibt noch einen guten. 8,2 auf IMDb. Wow, Asterix und Obelix in Kleopatra. Alter. Oh, da muss ich da mal meinen Hinkelstein reinschieben. Obelix, doch nicht den ganzen. Das tut mir leid. Und Cäsar, steht im Hintergrund einfach nur mit so einem Schnader auf dem Boden. Genau, so, genau das meine ich. Das möchte ich auch können. Welchen Film möchtest du dir dann angucken, sagen? Also das veranschaulicht sehr, ich bin die Karte und ihr seid der Rest. Wow. Also, ne, ihr versteht, was ich meine. Natürlich. Nein. Juhu! Kleopatra. Ich fand das Wortspiel aber ziemlich gut, muss ich dazu sagen. Ah, herrlich. Oh, Leute, ich mag euch. Das Wort für Kevin. Was? Ja. Instant Karte von Samu gespielt. Ich hab noch nicht mal fertig vorgelesen, zack. Das andere, was ich hab, das alles kacke. Ich glaube, das ist jetzt der Karten. Ich spiele meine Fallen. Du kannst auch welche wegschmeißen, kriegst du neue. Ich weiß, die sind aber trotzdem scheiße. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu ein anderes Wort für Kevin. Heute zusammen mit Marus. Der sagt, ein anderes Wort für Kevin ist ganz klar kein Rückschritt auf Radfahrer. Nein, hingegen gesagt, ein anderes Wort für Kevin, ihr würde spontan einfallen, klein Jimmy. Und für Samu ist ganz klar ein anderes Wort für Kevin. Nichts anderes außer Markus Steigler. Das sind alle irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Ja. Aber keine richtige Radfahrer fand ich dann doch schon ganz lustig. Yay! Danke. Yay! Das war eine scheiß Karte, muss man dazu sagen. Ja. Wort für Kevin. Ich hatte da auch nichts Passendes für. Wie man gemerkt hat. Achso, wir nehmen einfach und schieben es woanders hin. Ne, weil irgendwann hat man halt keinen Platz mehr und dann müsste man das einfach mal umsortieren. Ja. Das merken vor allem jetzt momentan gewisse Länder. Das ging relativ schnell. Mhm. So eine bedrückte Stimmung. So. Ich habe doch gerade überlegt, ob euch Leute im Hintergrund zuhören oder ob ihr. Nee. Zu, ja. Ja, wir nehmen einfach. Ich trau mich nicht. Wir nehmen einfach in die Vagina kacken und reinficken und schieben es woanders hin. Nämlich auf übermorgen und nicht auf heute. Also wie willst du das schieben? Oh Gott. Nein, das verschieben wir einfach auf dem Datumsplan. Montag. Ja, auf dem Montag. Es wird, machen wir jetzt montags anstatt Samstags. Machen das jetzt Montag. Das passt. Heute ist Montag, sag das nicht so laut. Ja, das ist. Jo! Heute ist noch in die Vagina-Kacken. Mein Fickentag! Schatz, komm her, wir haben was zu tun. Nein, wir spielen jetzt bis Mitternacht. Shit, ey. Oh mein Gott. Ja, wir nehmen, ich will sagen, wir nehmen aber auch einfach deutsche Touristen und schieben sie woanders hin. Den finde ich gut.
Finde ich legitim. Oder, ja. Oder wir nehmen einfach Hitler und schieben ihn woanders hin. Hitler war gar kein Österreicher oder hat in Deutschland. Nee. Amerika. Ah, scheiße. Ich finde das gerade echt gut. Ich finde das gar nicht gut. Ich weine. Ja, das auch. So ultra traurig. Schieben wir den jetzt? Ich würde sagen, wir schieben Hitler zu den deutschen Touristen. Sehr gut. Aber deswegen nehmen wir den auch. Yay, Samu. Samu kann halt punkten mit Hitler. Ja, das muss man auch erstmal können. Also woanders. Ich habe wenig Punkte. Ich muss an das Herz der Karten glauben. Ich spiele meine Fallenkarte, Hitler. Ein Film von Guy Ritchie heißt Bube, Dame, König. Wow, das ging geil. Okay. Das ist voll geil. Der neueste Blockbuster heißt Bube, Dame, König. Bulgarische Intender. Ist momentan auf Platz 3 der deutschen Kinocharts. Auf Platz 3 ist Bube, Dame, König. Bitte eigene Tochter durchbrennen. Okay. Ist wahrscheinlich eine tragische Komödie. Tragische Komödie. Und für die Horrorfans haben wir noch Bube, Dame, König. Ein Gangbang mit Trump, Putin und Kim Jong-un. Autsch. Ein Horrorfilm. Ja, die ziehen das durch, was jetzt auf Montags verschoben ist. Jetzt noch vorproduzieren. Oh, ich. Also, wenn. Also, ich bin ganz ehrlich, ich würde meins jetzt nicht mehr nehmen. Ich finde meins immer noch ziemlich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich fand eins auch am besten, ehrlich gesagt. Weil ich habe einfach zwischen den beiden tatsächlich geschwankt. Bube, Dame, König, ein Gangbang mit Trump, Putin, Kim Jong-un. Ja. Der Titel verkauft sich so nicht. Also. Das glaube ich auch. Also ich dachte, ich hätte alles gesehen, bis ich einen Hardcore-Tumblr gefunden habe. Kann ich so bestätigen. Egal, was jetzt kommt. Wenn er schon so lacht, dann habe ich echt. Ich muss mal mehr, ich muss mal mehr selber schreiben. Da habe ich bisher gut gehört. Mal gucken, worüber ich einen Hardcore-Porn-Tumblr über sexuelle Ausbeutung. Klingt gut. Ja, Subreddit. Und, mein Gott, ey, warum immer der lange Text? Ich habe einen Hardcore-Porn-Tumblr über ein spiritueller Dreier zwischen Jesus, Mohammed und dem fliegenden Spaghetti-Muster gefunden. Legit, einfach nur legit. Ich glaube, das habe ich letztens auch gesehen. Okay. Sehr. Über einen serbo-jüdischen Doppelbluff. Warum hast du so gute Karten? Shit. Samu mutet sich mittendrin immer und peitscht sich selber aus, so selbst. Das ist nicht lustig. Hör auf, darüber zu lachen. Die Spaghetti-Dreier ist halt schon ziemlich gut. Ja. Ich mag das Spaghetti-Monster. Das denkt die Welt wirklich von Deutschland. Ach du Scheiße. Okay. Ausgerechnet bei der Frage kommt die Karte neu da rein. Ich hätte noch eine andere, die gehabt, die gut passte. Die wollte ich eigentlich nehmen, aber dann habe ich die Karte gesehen. Die Nachrichten.
Das denkt die Welt wirklich von Deutschland. Aus Versehen ein Kind überfahren. Des Weiteren haben wir weiter recherchiert in anderen Ländern. In Russland zum Beispiel denkt ein Teil der Russen von Deutschland, Auschwitz-Birkenau. Oh. Wow. Was übrigens der Rest der Welt von Deutschland denkt, ist ganz klar, geil werden, wenn die Sau grunzt. Das ist voll gut, in dem Ich hab gewonnen. Das ist voll gut. Oh, Gott. Geil werden, wenn die Sau grunzt. Ich hatte direkt so einen Bayer im Kopf. Ey. Ja, mal, die Sau hat gegrunzt. Doch mal, wenn man Frucht nimmt, wa? Da rauschen wir mal rein, wa? Jo, einfach rein. Hashtag. Oh, ja, war schön. Ja. Hat ja auch noch 45 Minuten gedauert. Jo. Mach zwei Folgen raus. Ja, theoretisch könnten wir die jetzt hier beenden und eine neue Folge draus machen. Ja, können wir andere Decks noch auswählen? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt hier erstmal. Jo. Yes. Würde ich auch sagen. Ja. Achso, ich dachte, du willst was sagen. Ja, ich wink. Ich dachte, du willst was sagen. Deswegen wink ich gerade wie so ein Geisteskranker in die Kamera. Das ist super. Ja, dann tschüss, ne? Tschüss. Oh, ihr moderiert immer alle richtig gut ab. Ja, ich finde auch. Wir sollten uns einfach drauf... Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir wünschen euch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Däumchen wären Träumchen. Abonnieren. Schnauze jetzt. Tschüss. Tschüss.